Guten Morgen, herzlich willkommen zu einem erneuten EEB-Talk, diesmal mit dem Medienwolf, hier zu meiner linken, rechten, je nachdem spiegelverkehrt. Heiko Wolf, Medienpädagoge, erzählt uns heute etwas über den Einsatz von Padlet in der Bildungsarbeit. Ja, ich selber bin da auch gar nicht so fit, ich kenne das Tool auch noch gar nicht so gut und deswegen, Heiko, gebe ich jetzt gerade erstmal an dich weiter. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du da bist und ja, erzähl mal, was ist eigentlich Padlet? Was kann ich mir darunter vorstellen? Was mache ich damit? Ja, sehr gerne. Guten Morgen zusammen. Ich stelle euch heute, wie schon gesagt, Padlet vor und würde eigentlich direkt dann dazu meinen Bildschirm freigeben. Moment. Das ist jetzt direkt... Ah, wo ist jetzt hier mein Dashboard? Ah, hier. Okay, Entschuldigung. So, jetzt seht ihr, genau, jetzt seht ihr Padlet. Das ist so, dass wenn ich, Padlet eignet sich, also man kann auch sagen, es ist wie eine Art virtuelles Dashboard, Pinnwand, Tafel, mit der man arbeiten kann. Und ich bin jetzt schon quasi, wenn man den Anmeldeprozess hinter sich hat, dann sieht die Oberfläche so aus, wie ihr es jetzt gerade sehen könnt. Genau, vielleicht kurz zum Konto erstellen noch. Man kann sich über Facebook oder Google ein Konto anlegen für Padlet. Man kann aber auch quasi mit der E-Mail-Adresse sich ein Konto anlegen. Es ist so, dass sich Padlet über die Jahre verändert hat. Also es gibt mittlerweile auch verschiedene Premium-Accounts, Pro-Accounts. Ich benutze aktuell nach wie vor den freien Account, der ist aber auch quasi für meinen Nutzen ausreichend. Ihr seht hier jetzt die Oberfläche, es wird hier unterteilt, was ich quasi zuletzt gemacht habe, kürzlich, was ich selbst erstellt habe, was ich geteilt habe, beziehungsweise wo ich quasi selber dran teilgenommen habe. Das ist leider, muss man sagen, Padlet ist nicht so super gut übersetzt teilweise. Und dann kann ich eben auch sogenannte Padlets liken. Und hier Network ist dann so der Bereich, wo ich quasi so mitarbeite. So, jetzt habe ich erstmal hier die Oberfläche gezeigt. Wir gucken einfach direkt mal in eins rein. Ich habe hier oben, das seht ihr auch schon, welche geöffnet, die ich selber in meinen Kursen quasi erstellt habe. Ich gehe mal hier rein, dass ihr so ein bisschen eine Vorstellung bekommt. Ich benutze sehr gern eben diesen Tafelhintergrund, also wirklich, wie ich auch gesagt habe, wie so eine virtuelle Tafel, die man benutzt in Kursen. Und man kann es eben auch ganz unterschiedlich benutzen. Man kann es einerseits als Werkzeug benutzen, um, wie ihr hier schon sehen könnt, Flipcharts einfach zu fotografieren, zu speichern, wie so eine Speicheroberfläche. Man kann es als Austauschoberfläche benutzen, indem man quasi dann auch Inhalte gemeinsam bearbeitet. Man kann auch Abstimmungen machen, aber das zeige ich dann quasi von Padlet zu Padlet. Bleiben wir mal kurz hier in dieser Oberfläche. Ihr seht, hier habe ich es wirklich so genutzt, dass ich hier beispielsweise so einen Tagesablauf fotografiert habe und dann quasi alles, was an diesem Tag passiert ist, ebenfalls fotografiert und hochgeladen habe. Und das war jetzt hier so eine Übung zum Thema Webcollagen. Und genau, da ist es halt einfach auch ganz schön, quasi die Fotos reinzubringen, anstatt eben den Text so niederzuschreiben. Man kann das Ganze dann kommentieren. Man kann den Post, genau, jetzt sieht es so aus, dass ich gehe jetzt nochmal hier auf den Stift, kann das dann nochmal bearbeiten, kann hier den Text bearbeiten, kann das Bild wieder rausnehmen, über den Eimer kann ich den Post löschen und hier kann ich noch Farben hinterlegen, seht ihr zum Beispiel so, ich kann aber auch, kann auch Beiträge miteinander verbinden und so weiter und so fort, Posts übermitteln, kopieren. Genau, also es ist sehr umfangreich, ist auch ein bisschen schwierig in der kurzen Zeit alles zu zeigen, aber ich wollte euch einfach mal so ein paar Beispiele jetzt eben zeigen, die ich erstellt habe in Kursen und dann auch so Exportiermöglichkeiten und dann würden wir später nochmal eins gemeinsam erstellen. Also das war hier so eine ganz klassische Sache, hier habe ich zum Beispiel auch ein Board fotografiert, wo wir was aufgezeichnet haben und dann das quasi hier so gespeichert. Genau, hier ging es bei einem anderen Kurs. Das war ein Kurs für ErzieherInnenausbildung. Und da sieht man auch schon, jetzt ein bisschen aktiver mitgestaltet worden. Also ihr seht zum Beispiel auch an diesen Einträgen mit anonym, da
dass es so ist, ich muss auch nicht unbedingt, um teilzunehmen, quasi ein Konto haben. Ich kann das quasi frei zugänglich oder über einen Link zugänglich machen, das zeige ich euch gleich. Und kann dann auch mitkommentieren und auch über diesen Plus-Button hier unten Inhalte hinzustellen. Da kann ich das so farblich hinterlegen. Da haben wir so ein paar Methoden gemacht. Genau. Und das ist jetzt hier, hier ist auch so ein bisschen noch ein Spaß drin, um quasi zu zeigen, was da alles möglich ist. Also die Kamera auch zu verwenden und so weiter. Ja, und dann, genau, ihr habt jetzt einerseits diese, man nennt es Wall als Padlet gesehen. Also, dass ich halt diese ersten zwei, die ich euch gezeigt habe, dass man quasi diese Posts wie an so eine Wall oder halt eben so eine Pinnwand ihn anheften kann. Ich kann aber auch eine andere Form nutzen. Hier habe ich zum Beispiel, müssen nachher nochmal nachschauen, wie es genau heißt, so Mindmapping machen und kann dann eben auch diese Posts benutzen und kann die mit so Pfeilen miteinander verbinden. Also das ist hier ganz praktisch, wie so eine Art Mindmapping. Ihr seht, es geht um Projektplanung eines medienpädagogischen Projektes und habe das jetzt gerade genutzt, um mit jungen Freiwilligen, die im FSJ-Jahr sind, quasi ein medienpädagogisches Projekt zu planen und haben dazu eben dieses Mindmapping benutzt. Genau, und jetzt ist zum Beispiel ganz interessant, jetzt habe ich das angelegt und ich kann jetzt dann quasi hiervon, also ich kann dann den Link freigeben, ich zeige das mal eben. Ich kann dann sagen, okay, das ist auf jeden Fall privat, das bleibt nur in meinem Konto. Ich kann sagen, ich mache das passwortgeschützt. Ich kann sagen, es ist geheim. Das heißt geheim, dann gibt es halt eben einen Link und nur derjenige, der den Link hat, kann es öffnen oder ich mache es öffentlich. Öffentlich bedeutet dann, wenn ich ein Konto habe auf Padlet, dass ich dann quasi die auch in der Suche finde und dann damit weiterarbeiten kann. Genau, und ich kann dann hier halt verschiedene Optionen machen. Ich kann sagen, alle, die zugreifen, können schreiben oder nur lesen, können moderieren und so weiter. Genau. Okay, wenn ich da jetzt mal kurz zwischenfragen darf. Also ich kann mir Padlet im Prinzip vorstellen, wie, ich sag mal, ein schwarzes Brett oder ein Pinboard, wo ich verschiedene Projekte, ich sag mal, auflisten kann, bearbeiten kann, mit Inhalten füllen kann und jedes einzelne Projekt auch noch mit anderen Leuten teilen kann. Also das ist ein kollaborativer Aspekt, dass ich mit anderen Leuten gemeinsam arbeiten kann. Genau, richtig. Okay. Du hast jetzt vorhin was gezeigt, wo Leute auch mit kommentiert haben. Müssen die auch einen Padlet-Account haben oder geht das auch völlig ohne Anmeldung? Nee, genau. Das hatte ich ja kurz erwähnt an dem Beispiel hier mit dem Anonym. Und Anonym steht eben dabei, wenn ich kein Konto habe. Also wenn ich quasi jetzt nur beispielsweise über das Teilen gesagt habe, mit dem Link kann man sich das Padlet anschauen. Und dann kann ich, wenn ich das so geöffnet habe, eben können die auch kommentieren. Ich kann den Kommentar prinzipiell auch ein- und ausschalten. Ne? Und anonym steht halt dann bei jedem Nutzer oder Nutzerin, die quasi kein Padlet-Konto besitzen. So. Ja, ist das soweit okay? Ja, prima, vielen Dank. Genau, dann gehe ich nochmal, Moment. Wenn wir jetzt gerade in so einem kleinen Break sind von den anderen Teilnehmenden, gibt es hier irgendwelche Fragen? Also gerne die Fragen per Mikrofon stellen, reinsprechen oder eben auch in den Chat reinschreiben und ich werde die dann entsprechend an den Heiko weitergeben. Gibt es irgendwie Fragen, Wortmeldungen dazu, Ergänzung? Gut, das scheint erstmal nicht zu sein. Dann Heiko, würde ich dich bitten, weiterzumachen. Genau, dann zeige ich euch, also genau, wir haben jetzt den Aspekt, wie wir es freigeben können. Wir können hier zum Beispiel auch über E-Mail noch Leute einladen. Ich habe euch die vier Symbole schon erklärt, indem ich es öffentlich machen kann und so weiter und so fort. Und dann kann ich aber auch, und das ist ganz spannend, auch hier direkt aus der App es auch teilen. Ne? Also ich kann halt zum Beispiel, hier vorne wäre das so gewesen, ich habe dann einen Link. Normalerweise wird der hier unten nochmal angezeigt, wenn ich es neu erstellt habe, um den zu individualisieren. Das habe ich ja schon gemacht. Deswegen ist der Link hier oben jetzt nur in der Browserzeile. Und dann kann ich das halt hier aus dem Padlet raus teilen über die verschiedenen Plattformen, dass ich genau es einbette, dass ich per E-Mail, Facebook und so weiter. Und hier auch quasi QR-Code scannen kann, indem ich zum Beispiel auf einem Tablet oder auf einem Smartphone
auch wiederum die App habe von Padlet und dann scanne ich das einfach und komme dann auch zu diesem spezifischen Padlet. Ich könnte diesen QR-Code ja zum Beispiel auch ausdrucken in einem Seminar oder wie oder für den QR-Code über E-Mail wiederum verschicken. Also das sind ja die Fantasien. Also da hat man ja freie Ideen quasi, wie man das teilen möchte. Vielleicht noch als letztes hierzu und dann würden wir nochmal gucken, dass man ein Padlet, dass ich euch zeige, wie man eins erstellt und dann so Schritt für Schritt so ein bisschen zu den Punkten kommen, wie es jetzt hier bei den Beispielen ist. Man kann das Ganze dann auch noch exportieren als Bild, PDF, CSV und Excel habe ich selber noch nicht benutzt. Man könnte es auch ausdrucken. Jetzt vielleicht so noch ein bisschen Vor- und Nachteile der verschiedenen Versionen. Hier ist es halt so, ich habe das auch schon gemacht, wenn ich jetzt aus diesem Mindmap ein PDF mache, dann ist es so, dass das Ganze dann in der Ausgabe so aussieht. Also das ist leider nicht so ganz schön gelöst. Also weil es, glaube ich, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob es jetzt chronologisch geordnet ist oder wie es dazu kommt, dass es quasi diese Anordnung kommt. Findet sich das als PDF-Ausgabe nicht so gut. Aber wir gucken mal hier rein. Da habe ich auch für eine Schule was angelegt, auch wie so eine Wall. Und wenn ich das dann wiederum exportiere, dann sieht das Ganze so aus. Also echt wie ein schönes, ja, wie so eine Art Newsletter. Man liest es dann auch wie so Zeitungsspalten. Also es geht dann von hier quasi hier in die zweite Zeile rein. Das ist dann von der Formatierung dann ein bisschen schade natürlich, wenn es so springt. Aber das ist eigentlich ganz schön. Und dann hat man ein PDF, wo man auch quasi die Links, die damit verbunden sind mit den Posts, wieder rum anklicken kann. Also ich könnte dann zum Beispiel in einem Kurs eben dieses Padlet erstellen, ein PDF draus zu machen, um das dann wiederum zu teilen. Weil es ist ja auch immer schwierig zu gucken, oder was heißt schwierig, also die Angewohnheiten sind ja ganz unterschiedlich. Ich habe auch ganz unterschiedliche Erfahrungen bisher gemacht. Es gibt dann quasi Teilnehmende, die lieber mit einem Etherpad oder mit einem anderen Tool arbeiten und manche haben halt auf Padlet, aber möchten dann doch irgendein PDF. Vielleicht noch, bevor wir starten, mit einem eigenen anzulegen, noch zu zeigen, es gibt eben diese Galerie und in der Galerie habe ich dann so eine Kuratierung quasi von anderen Padlets, die quasi dann auch ja von der Galerie sozusagen übernommen worden sind, die von anderen erstellt worden sind. Ich gehe jetzt nochmal zurück, ich habe da dann auch welche ausgenommen mal, zum Beispiel, das habt ihr gerade noch gesehen, dieses Which Fast Food Chain is the best burger. Das ist ein Beispiel zum Thema Abstimmung. Ich weiß auch gar nicht, wer so da dahinter steckt, das so erstellt zu haben. Und dann kann ich hier, um das einfach mal kurz zu zeigen, diese Bewertung machen. Ich kann hier mit so Sternchen arbeiten. Also ich kann es wirklich ganz unterschiedlich nutzen. Ich gehe nochmal zurück, weil es jetzt auch so ein bisschen, hier so ein Reisebeschreibung hat zum Beispiel auch jemand gemacht, ist ein bisschen ausführlicher und da kann ich zum Beispiel dann auch wieder ein bisschen mit kommentieren. Das ist quasi kuratiert von Padlet, deswegen Gallery und hier steht ja auch, wer es dann erstellt hat und kann auch hier so Bewertungssachen machen und aber auch mitschreiben. Gut. Okay, wenn ich hier nochmal kurz zwischenfragen darf, also wichtig für auch diesen Talk ist ja, ich sag mal, die Relevanz auch für Bildungsarbeit und deswegen finde ich es jetzt gerade spannend, wenn du so zeigst, was andere auch damit machen und was auch generell möglich ist. Also wir hatten jetzt eine Projektplanung, eine Abstimmung, Reisebericht. Kannst du noch mehr dazu erzählen? Also ich sag mal, wo du meinst, also welche Formate für die Bildungsarbeit denn auch relevant wären? Mhm. Genau, also das würde ich jetzt dann einfach mal, ich mache jetzt mal die Bildschirmfreigabe noch auf, jetzt mal eben kurz auf mein iPad, um dann auch zu zeigen, wie man eins erstellt. Moment. So, gucke ich, dass das jetzt hier, bin ich schon da? Ich glaube schon. Moment. Seht ihr mein iPad-Bildschirm zufällig? Seht ihr wieder ein Padlet? Siehst du das? Nein. Bisschen schade, weil Moment, der war kurz weg. Jetzt, genau, jetzt, da ist es. Da, genau. Sehr gut, genau. Ja, genau, also es, ich kann ja, also ihr seht schon hier, ich empfehle es sonst auch auf dem Tablet zu arbeiten. Es kommt ja auch manchmal darauf an, wie die Kurse so ausgestattet sind, ne?
Habe ich jetzt Laptops, habe ich Tablets oder wie ist es bei einem einzelnen Teilnehmer? Also auf dem Computer, im Browser beziehungsweise auf dem Tablet geht es ganz gut. Man kann es auch auf dem Smartphone nutzen, als in dem Schreiben nicht so einfach. Gut, und genau, von den Inhalten ist es ja so, dass ich das quasi selber erstellen kann. Okay, er beschwert sich jetzt natürlich, weil ich habe zu viele drin. Ich muss jetzt erstmal welche rauslöschen. Und zwar, da nehme ich mal was Altes, was ich jetzt rausnehme, beziehungsweise hier habe ich was rauskopiert. Sieht ganz oben rechts, 12 von 11 Padlets habe ich benutzt. Ich habe quasi zu viele. Dann muss ich mir jetzt einfach mal so ein paar rausnehmen. Zack, ich hoffe, dass er jetzt quasi Lust hat. Genau, jetzt kann ich ein neues machen. Und hier seht ihr jetzt die verschiedenen Optionen, beziehungsweise es gibt auch unten noch Vorlagen. Was wir gesehen haben, war das Raster, das war jetzt rechts, das hier. Und wir haben Leinwand gesehen. Raster ist quasi, wo ich so anordnen kann und Wand ist auch ähnlich, wo ich quasi so einfach diese Post-its auf die Wand mache. Ich empfehle sehr, und das haben wir auch noch nicht gesehen, ist das Regal hier unten, das blaue. Da machen wir mal eins dazu. Und das finde ich ganz gut für den Bildungsbereich, weil ich hier quasi, man sieht es schon hier, also was ein bisschen schade ist, ist, dass von der Übersetzung nicht so ganz aktuell ist oder toll ist, weil halt immer so ein bisschen Englisch-Deutsch-Mischmasch ist. Ne? Aber ich mache zum Beispiel hier relevante Sachen, wie zum Beispiel, ich mache jetzt mal so Links als Spalte, dann mache ich hier eine neue Spalte, zum Beispiel Videos, ja, und kann dann quasi hier drunter neue Inhalte reinmachen. Also ich mache dann hier zum Beispiel jetzt, muss mich sonst verbessern, vielleicht der EEB-Talk, und kann dann hier tolle Web-Talks. So, ne? Und kann dann hier reinschreiben, kann ein Foto hinzufügen aus meiner Galerie beispielsweise oder eben Links einfügen und dann würde der die auch erkennen. Ne? So. Bevor ich mich jetzt da viel Zeit verliere, indem ich ganz viel Inhalte reinmache, zeige ich euch nur die Optionen, anstatt es jetzt jeweils einzeln zu füllen. Ich habe hier auch, das habt ihr gerade gesehen, ich gehe nochmal einen Schritt zurück, Entschuldigung, neben diesem Link-Zeichen hier unten, also ich habe hier, ihr seht ja in dieser ganzen Leiste bei diesem Post, Foto, Link und dann noch so eine globale Suche und dann kann ich hier auch Videos, GIFs und so aus dem Netz irgendwie suchen und da einfügen. Das ist nur so ein bisschen schwierig, dann, wenn es um quasi Veröffentlichung geht, weil ich brauche ja eigentlich ein Recht daran. Ich kann hier auch die Kamera direkt ansprechen. Seht ihr hier, möchte auf die Kamera zugreifen, könnte jetzt okay machen, Foto machen. Ich lasse es jetzt mal dabei. Einfach nur so ein bisschen, das sind die Optionen. Ich mache einen Post und das erscheint dann quasi in dieser Spalte. Dann kann ich hier zum Beispiel noch ein Video reinmachen und so weiter und so fort. Und das Schöne ist, ich mache jetzt so ein bisschen Nonsens füllen einfach. Nur damit man so ein bisschen sieht, wie das Ganze funktioniert. Und dann kann ich hier so mehrere Spalten machen und habe dann wie so einzelne Streams. Und dafür finde ich es eigentlich ganz gut. Kann jetzt hier dann noch quasi beim Padlet einstellen, okay, was möchte ich für einen Hintergrund? Na, will ich hier so Fotos, die mir angeboten werden, oder will ich so Grafiken zum Beispiel? Genau, kann auch die Farben verändern. Also es ist sehr, sehr umfangreich. Kann hier Symbole dazu machen, die dann oben links erscheinen und kann dann sagen, okay, wie soll es vom Stream her funktionieren? Ist der neueste Beitrag der letzte oder der erste und so weiter. Kommentare zulassen. Reaktionen ist zum Beispiel das, was ihr vorhin gesehen habt mit den Bewertungen. In diesem anderen Padlet mit einem Stern zum Beispiel. Genau, und hier unten ist das, was ich auch kurz erwähnt habe, mit dem, dass ich so individuelle Links angeben kann. Ich könnte jetzt das so lassen, dann ist es so ein bisschen kryptischer, dann muss ich aber auch immer den Link irgendwie teilen, dann muss allen klar sein, okay, ich brauche den bestimmten Link oder ich gebe dem halt einen Namen, wie jetzt zum Beispiel für heute sowas wie EEB-Talk. Und wenn er eben verfügbar ist, hat sich jetzt nicht beschwert, dann wäre er darüber jetzt verfügbar, indem ich dann den padlet.com/ der Medienwolf/EEB-Talk aufrufe.
ja, sobald ich ihn dann eben öffentlich gemacht habe. Also das ist so etwas, was ich sehr gerne benutze. Ich habe dazu auch eins angelegt, das kann ich euch leider nicht zeigen, weil da auch so ein bisschen ist, es wird nur intern genutzt und da sind auch ein paar Inhalte drin, die quasi jetzt nicht in einem YouTube dürften. Ja? Auf jeden Fall habe ich euch, genau, kann ich es hier quasi wieder teilen. Ich kann den Link kopieren und so weiter, was wir vorhin schon hatten. Gut, aber das, was du jetzt gerade sagst, das ist ja, glaube ich, auch nochmal ein guter Hinweis, wenn man die Padlets freigibt, dass man eben auch auf den urheberrechtlichen Aspekt auch mit achten muss und eben entsprechend schauen muss, ich sag mal, habe ich auch überhaupt die Rechte zur Veröffentlichung an den Materialien, die in dem Padlet drin sind? Genau, genau. Und vielleicht, wenn man eben mit dieser freien Version arbeitet, ich habe das ja jetzt auch gesehen, okay, jetzt konnte ich kein neues anlegen, weil ich jetzt nicht den Premium-Account habe. Das ist schon echt schade, aber man kann auch über diesen Like hier oben, über dieses Herzchen, könnte ich halt auch andere quasi mir hier, ich zeige das mal eben, bei Liked, das ist jetzt hier unter diesen bunten Oberflächen, hier haben wir Recents, Made, Shared und Liked, könnte ich mir quasi hier auch welche speichern, an denen ich einfach nur mitarbeite, wo ich quasi nicht der sogenannte Besitzer oder Owner bin. Ne? Also bin zwar natürlich darauf beschränkt, dass ich 11 eigene habe, aber ich kann auch an denen quasi dann als Kommentator zum Beispiel trotzdem teilnehmen. Ja? Wir sehen hier zum Beispiel was von einem Kollegen, Moment, Robert Behrendt, der hat hier Medienpädagogik, soziale Arbeit, das hat er öffentlich gestellt und da könnte ich jetzt quasi trotzdem mit kommentieren und mit dran arbeiten. Und es geht dann quasi nicht in mein Konto rein zum Thema ja, nur 11 Padlets. Ja. Okay. Ja, habt ihr soweit Fragen? Ja, vielleicht würde mich ja mal interessieren, der David schreibt im Chat, du verwendest auch sehr häufig Padlet. Ja, vielleicht magst du mal erzählen, was denn so deine Lieblingsfunktion ist. Also ich sehe, Padlet scheint ja sehr, sehr umfangreich zu sein mit ganz vielen Funktionen und Optionen. Ja, was sind so eure Lieblingstools? Genau, also ich habe, mein Lieblingstool ist wirklich einfach diese Geschichte, dass ich jetzt hier mein vorzüglich Regal, dass ich halt diese Unterordnung mit diesen Spalten habe und dann auch wirklich hier sammeln kann. Ja, von, ich gucke nochmal kurz, wir gucken mal in das hier rein, Sekundarschule Lülich, das ist eigentlich ganz gut soweit. Es hat jetzt leider nicht diese Sortierungsfunktion, also in diesen Spalten, aber ich finde es halt toll, weil es halt wirklich wie so ein bisschen wie Post-its arbeitet und ich habe dann hier so die ganzen unterschiedlichen Vorschauen direkt. Und weißt du, okay, hier geht es darum und kann auch kommentieren. Das haben wir jetzt in dem Fall auch nicht, weil es auch eher hier so ein als Speicher benutzt worden ist. Aber ich, genau, ich finde, das ist so halt das Tolle daran oder das, wo ich sage, den Mehrwert drin sehe, anstatt einfach nur ein Textdokument, wo man irgendwie Links reinsammelt. Und dann ist es auch zum Beispiel für die Teilnehmenden sowas, ja, habe ich überhaupt keine Vorstellung, was war jetzt nochmal hier der Link mit Medienpass NRW, so, ach so, aber das ist ja genau, das ist ja das für die Grundschule, weil ich hier zum Beispiel dieses Bildchen habe und so, ne? Also das ist für mich ein riesen Mehrwert. Der macht, produziert auch diese Vorschaubilder aus den Links raus, ja. Und da ist sich quasi wie so eine virtuelle Sammlung von Inhalten einfach habe, die produziert worden sind oder ich habe halt eben in diese Projektplanung, also ich habe jetzt hier nicht die Shared drin von den Freiwilligen, die produziert haben, weil die wollten die jetzt auch privat halten. Aber ich könnte dann auch hier mit kommentieren, was sie dann zum Beispiel bei der Kurzbeschreibung drin haben, bei ihrem Projekt. Und dann kann ich dann quasi denen darüber auch online bzw. digital hier Rückmeldung geben. Ja. Prima. Ich würde dich gerade mal bitten, die Bildschirmfreigabe zu deaktivieren. Gerne. So, wunderbar, Dankeschön. Ja, David Rödler ist ja hier noch neben mir, hat jetzt ja auch schon geschrieben, er benutzt Padlet auch sehr häufig und ich glaube, da gibt es ja ganz viele Herangehensweisen. Und ja, David, wie nutzt du denn Padlet am liebsten oder was ist denn deine liebste Funktion? Dein Ton ist gerade weg.
Jetzt. Jawohl. Also ich nutze es auch gerne während Webinare laufen. Also zum Beispiel, das war zum Ende eines Webinars, das ich gestern gemacht habe, und dann habe ich Feedback eingeholt. Also wie so eine Kärtchenabfrage, die man dann auf die Pinnwand draufklebt. Das war also während eines Webinars, habe ich einfach den Link dann weitergegeben in den Chat, und dann haben die Teilnehmenden, das waren 40 Leute, haben mitgemacht, haben nicht alle dann draufgeschrieben, haben also kurz geschrieben, wie sie es fanden, und dann eben mit dieser Like-Funktion, ob sich andere anschließen, oder manche haben dann auch nochmal dazu kommentiert. Ja? Ja, super. Das war schnelle Kärtchenabfrage während eines Webinars. Oder ich setze es ein in Webinaren auch, um irgendwie Brainstorming zu machen. Ja, damit die Leute draufschreiben, irgendwie eine Idee, und dann wird dann kommentiert oder die Idee ergänzt. Ja. Oder was ich auch gut finde, sind Vorstellungsrunden. Genau, das war hier mal so Brainstorming-Geschichte, kurzer Test. Also sehr gerne auch Vorstellungsrunde für Veranstaltungen, wo alle kurz reinschreiben dürfen. Ich glaube, das hier war eine öffentliche, aber ich glaube, da ist nicht so viel reingekommen. Aber so wird es dann ausschauen. Okay, und die können auch alle teilnehmen und reinschreiben ohne Anmeldung, oder brauchen die ja. Um jetzt ja. auch ein bisschen hinzuzufügen? Ja, nein, das Interessante ist ja, ich kann ein Padlet anlegen, und also das ist hier die Standardform, und das geht eben sozusagen on the fly, machen hübsches und sagen Ideen. Sammlung zum Beispiel. Ja. Und dann lasse ich unten noch zu, dass Kommentare und Reactions, also Likes, zugelassen werden. Ja. Und Start Posting, der Link ist jetzt also da, und dann gebe ich den Link euch allen weiter. Und dann könnt ihr sofort reinschreiben jetzt eure Idee. Super. Ja, könnt ihr probieren, ja. Oder man kann auch sogar dann über die Kamera ein Foto machen. Genau. Naja, nicht besonders gut geworden, aber egal. Kann ich ein Foto zu meiner Idee posten, ja, dass ich das gerade war. Ja, gut, klasse, David. Ja, vielen Dank. Ihr könnt auch einfach reinklicken und schreiben. Ja, also das ja. Ist eine lustige Sache. Klasse. Ja, vielen Dank für die Ergänzung. Gerne. Heiko, wenn du in Gruppen arbeitest, die Teilnehmenden, wie ja, reagieren die auf Padlet? Wie nehmen die dran teil? Haben die Smartphones, haben die Tablets, haben die PC? Also was für eine Infrastruktur brauche ich vor Ort, damit ich Padlet in einer Gruppe einsetzen kann? Ja, also ich will, wie ich vorhin mal kurz erwähnt habe, ich würde schon auf jeden Fall ein Tablet oder ein Notebook empfehlen. Und so haben sie auch bei den letzten Malen in den Kursen, wo ich es benutzt habe, auch teilgenommen. Es ist aber so in meiner Erfahrung bisher, dass es immer noch so eine gewisse Hemmschwelle gibt. Irgendwie so, man ist es irgendwie nicht gewohnt, und was ist das jetzt? Dann sind sie immer so ein bisschen vorsichtig. Jetzt aber diese Woche hatte ich eine ganz gute Erfahrung mit den Projektplanungen, und genau, da haben die dann einfach wirklich den Remake, die haben sich ein Konto angelegt, das ging ganz gut, haben den Remake gemacht und haben das dann quasi mit Inhalt gefüllt. So. Also ich habe halt bei meinen Kursen immer noch so die Erfahrung, dass es immer so eine gewisse Hemmschwelle einfach gibt, da muss ich so ein bisschen anstacheln. Deshalb gab es zum Beispiel vorhin, was man gesehen hat, mit dem, wo so ein Foto von mir drin, David das jetzt gerade auch gemacht hat, so, ah, okay, das kann man damit machen. Und dann vielleicht auch so mit so einem kleinen Witz irgendwie anfangen, und dann sind die so ein bisschen begeistert, und dann fangen die auch an zu füllen. Okay, also das heißt, selber auch mal ausprobieren und ich sag mal mit gutem Beispiel vorangehen und vielleicht auch mal nicht immer so mit dem nötigen Ernst, sondern auch mal mit einer kleinen Portion Humor vormachen, und dann kommen die Leute auch und machen mit. Ja, also genau. Ich habe so manchmal, ich meine, ihr habt vielleicht auch mehr Kontexte mit Moodle-Kursen oder wie auch immer, Online-Settings. Bei mir ist es so, dass es doch immer noch stark halt auf Workshops
ausgelegt ist, mein Arbeiten. Und da ist es echt so ein bisschen noch Neuland, ne? Also ich finde es auch ganz schade, weil ich, also in einem Kurs, was ich vorhin erwähnt habe, das aber nicht wirklich öffentliche Inhalte drin sind, in einem Netzwerk, da benutzen wir das und da funktioniert das richtig gut. So, das kann ich jetzt nur live zeigen. Und das ist halt so, dass wir uns halt austauschen online über diese Plattform. Und da ist es halt auch der Mehrwert vielleicht, den man nochmal betonen muss, ist halt, dann habe ich nicht so E-Mail-Austausch oder klar, es gibt noch andere Tools, mit Foren zu arbeiten und so weiter. Aber da haben wir zum Beispiel festgestellt, dass es über Padlet eigentlich so eine Teamarbeit auch richtig gut funktioniert. Ich habe jetzt hier zwei Fragen im Chat. Zum einen vom Horst, der fragt, wie kommt ihr zu 11 Padlets? Er bekommt in der kostenfreien Fassung nur 3 angeboten. Und dann noch die Frage, wie lange die Padlets verfügbar sind. Also wahrscheinlich auch in der kostenfreien Version, ob es da ein Zeitlimit gibt. Genau, also soweit ich das überblicken kann, gibt es kein Zeitlimit. Also weil bei mir sind ja auch noch relativ alte Padlets drin. Ich war jetzt selber ehrlich gesagt überrascht. Also ich, so gefühlt war das jetzt so erst im letzten halben Jahr gekommen. Vielleicht weiß aber auch David mehr. Ich weiß nicht, warum sie so dreist sind. Vielleicht liegt es daran, wann man sich anmeldet und jetzt sind sie noch restriktiver geworden. Genau, vielleicht meine Frage einfach zurück in die Gruppe. David, ich habe bei dir kurz in der Übersicht gesehen, du hast ja auch mehrere Padlets angelegt, wenn ich das richtig gesehen habe. Kannst du vielleicht was dazu sagen? Hast du einen Premium-Account oder wie sind da vielleicht deine Erfahrungen? Okay. Vielleicht hat er es nicht mit. Kann sein, dass er vielleicht kurz weg musste. Wir okay, gut. Noch mal aufnehmen. Ich gucke jetzt aber auch gerade mal auf der Website, ob ich da was finde mit den 3 Padlets. Gibt es noch mal einen Unterschied? Ja, wahrscheinlich. Also Horst schreibt gerade, sein Account ist recht frisch. Vielleicht hat sich da irgendwie was geändert. Vielleicht gibt es auch nochmal einen Unterschied zwischen Schuleinsatz und normalem oder kommerziellem Einsatz. Da kann ich leider jetzt auch nicht mehr nachvollziehen, wie ich mich damals angemeldet habe. Ja. Ob ich da quasi... Also, weil ich gucke jetzt nochmal auch parallel. Es ist auch ein bisschen schade, weil wenn man jetzt so überlegt, dass das Tool halt dazu dient, quasi Methoden zu sammeln oder auch vielleicht halt Lerninhalte zu sammeln und auch zu veröffentlichen, dann hat es ja auch eine Idee von Open Educational Resources und das Tool wird irgendwie da immer restriktiver. Das ist wirklich auch, finde ich, so ein Minuspunkt an Padlet. Also so gut das Tool ist, so schade ist es dann quasi, dass es da quasi diese Einschränkungen gibt. Ja, ansonsten, was kostet Padlet in der Pro-Variante? Ja, das ist so, dass du... Moment. Acht irgendwas. Acht irgendwas. Ja. $8.25. Ne? Ja. Und ich habe das jetzt mit den 11 und 3 Accounts, glaube ich, gefunden. Ich habe es euch reingeschrieben in den Chat. Man muss sich die weiteren über 3 hinaus verdienen, indem man teilt wahrscheinlich. Also so verstehe ich das jetzt hier gerade. Okay, da gibt es ja wahrscheinlich irgendwie so ein System, wie es dann auch bei Cloud speichert, wenn man irgendwie Leute oder Freunde wirbt, dass man dann nochmal freie Ressourcen bekommt. Da scheint es dann wahrscheinlich auch sowas zu geben. Okay. Gut, ich glaube, ja, mit den genauen Preisen und mit den 8 und 11 und so, das müssen wir auf der Website nochmal rausfinden. Ich werde es dann auf jeden Fall in die Videobeschreibung und auch in den Blogbeitrag nochmal mit reinschreiben, wenn ich da gleich noch was finde. Gibt es sonst noch Fragen von den Anwesenden? Heiko, gibt es denn sonst noch irgendwas, was für dich jetzt noch wichtig ist an Padlet? Also meine Idee wäre sonst, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? Ja. Genau, dann warum wollen, also ich würde die Idee von David jetzt einfach mal aufgreifen und wir könnten ja auch das jetzt einfach mal kurz nutzen,
so ein Rast, das Regal vielleicht gemeinsam zu machen. Ich würde jetzt nochmal kurz ein Regal einfach anlegen und den Link quasi über den Chat quasi freigeben. So, dass wir halt auch wirklich so ein bisschen ins Nutzen reinkommen und mal sehen. Moment, Select Plan. Genau, also so gefühlt, genau, es gibt dieses, wenn man den Pro-Plan, also ich habe hier das noch gerade auf, $12 heißt es hier, monatlich oder im Jahr $99 könnte man machen. Okay. Nee, aber dann lass uns mal praktisch werden. Vielleicht zeigst du uns noch mal genau auf deinem Screen, was du da gerade machst und dann gibst du das mal frei über den Chat. Genau. So, dann muss ich jetzt hier den Bildschirm freigeben. Mein galaktisch Regal. Moment. Die Freigabe wurde unterbrochen. Entschuldigung. Ich probiere das nochmal. Bildschirm freigeben. Jetzt haben wir es doch, oder? Hier. Das da, genau. Und jetzt teile ich mal. Seht ihr meinen Bildschirm? Ja. Okay, genau. Dann teile ich jetzt einfach mal den Link im Chat. Moment. Das ist hier unten. Beziehungsweise ich muss den von oben nehmen. So. Genau. Und dann könnten wir jetzt einfach, ich lege jetzt mal hier, ich muss noch einstellen, dass ihr auch alle schreiben könnt. Kommentare, Reaktionen machen wir mal. Können auch hier mit Hoch- und Runter-Voten mal machen. So. Und dann müsste es jetzt eigentlich, genau, jetzt gibt es, genau, und jetzt können wir ja einfach mal so ein bisschen auch, mache zum Beispiel Vorteile von Padlet. Und dann, Moment, jetzt ist sie wieder weg. Vorteile von Padlet. Und Nachteile von Padlet. Und dann können wir jetzt halt hier drunter. Ja, und dann und Nachteile vielleicht Kosten pro Account. Wie viel kostet? So, aber man könnte auch sagen, okay, was ist ein Vorteil von dem Pro-Account? So. Ah ja, gut. Genau, und jetzt können wir halt auch, wenn wir dann anfangen zu kommentieren, man kann jetzt in die Kommentare das reinschreiben oder je nachdem, welche, ich muss jetzt nochmal schauen, was ich euch in Freigaben gegeben habe. Auf jeden Fall sehe ich ja, also ein relatives zeitgleiches Arbeiten ist ja auch möglich. Ich habe jetzt ja auch schon einen Post jetzt hier ganz links mit dem Foto erstellt. Mhm. Und das wird dann ja auch sehr zeitnah dann auch bei dir auch mit angezeigt. Genau. Genau. Ja, und dann gilt es, das Ganze halt irgendwie zu füllen, sage ich mal. Ne? Und dann, ich könnte aber auch, das ist vielleicht ganz schön, ich gehe jetzt nochmal kurz zurück. Ihr habt ja sonst bei euch auf euren Rechnern auch den Link, ihr könnt gerne noch weiter füllen. Ich finde hier, so was so den Bildungsbereich angeht, Moment, ich muss ins Dashboard, Entschuldigung, da hatte ich ein ganz schönes gefunden. Und wo finde ich das? Ah, ich glaube, ich habe das vorhin rausgeschmissen. Genau, ich suche das nochmal kurz über die... Ja, da haben wir es auch. Genau, also hier seht ihr zum Beispiel, da wurde was angelegt. Ich habe jetzt über die Suche quasi in den öffentlichen Padlets nachgeschaut. What do we know about graphs?
Und dann kann ich mir das, hier kann ich jetzt zum Beispiel nichts machen, obwohl es jetzt öffentlich ist, dann kann ich mir das wieder als Remake nutzen. Ah, hier, Entschuldigung. Nochmal einen Schritt zurück. Ganz wichtig, wenn ihr jetzt zum Beispiel auch unser Regal, was ihr jetzt vielleicht für den Anfang ganz nett findet, oder jetzt eben das, was ich hier gefunden habe, auf den Remake klicke, dann ist es wichtig, hier unten drauf zu achten, die Beiträge zu kopieren. Weil hätte ich den Haken, ich habe ihn jetzt zunächst nicht gemacht, deswegen bin ich nochmal zurück. Wenn ich den nicht mache, kriege ich einfach nur quasi Remake, what do we know, blub, 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 und habe dann einfach nur einen weißen Hintergrund, weil das das Design ist. Ich muss auf jeden Fall immer die Beiträge mit kopieren. So, und jetzt überträgt er das in mein Dashboard. Und dann kann ich daran zum Beispiel auch arbeiten. Und jetzt könnte man ja auch das zum Beispiel als Vorlage wiederum nutzen, zu sagen, okay, hier geht es zum Giraffen, ich kann mir das jetzt auf Deutsch übersetzen, kann das vielleicht auch mit Kindern dann quasi auf einem Beamer produzieren, kann dann das auch quasi mehr oder weniger als Präsentationsmodul nutzen oder ich kann halt auch sagen, okay, was findet er denn dazu raus? What do we eat? Und dann können die dann, kann man sagen, okay, wir sammeln die Inhalte und wir lassen die Kinder zum Beispiel selber das rein. Schreiben, finden vielleicht Fotos oder malen was dazu und können das dann quasi hier so nutzen zum Sammeln. Ja, also ihr seht, es ist sehr, sehr umfangreich. Gut, wie sieht es denn aus mit unserem, ich gehe mal zurück in unser Dashboard, dem galaktischen Regal. Genau, neues Regal, kurze Rückfrage, wie ist das gemeint? Also es gibt halt diese Spalten. Ja, ich bin jetzt hier quasi, wenn ihr da drin seid, könnt ihr diese Spalten natürlich selber anlegen, das haben wir ja gesehen, und dann da drin schreiben. Genau, also Spalten können wir hier nicht hinzufügen, wir können hier nur in den Spalten neue Inhalte. Aber Hallo aus SB und Moin hat doch geschrieben. Oder Moin hast du geschrieben, Hallo aus SB war, glaube ich, dann von einem, weiß ich jetzt leider nicht, Entschuldigung, aus der Brücke. Genau, das ist das hier. Das kann ich wieder machen. Aber seitdem habe ich keine Möglichkeit, meine Spalte hinzuzufügen. Aha, okay, das ist jetzt interessant. Wenn ich jetzt deine hier wegmache, Wolf Dieter, kannst du dann wieder eine hinzufügen? Also es war Horst, aber ich kann keine hinzufügen. Achso, du hast nicht die Moin weggemacht. Ja. Ich habe jetzt Moin weggemacht, genau. Genau, also das sind ja die Spalten sind ja hier und drunter sind quasi, also wie wenn es Reihen wären. Ne? Das ist eine Spalte, hier Spalte hinzufügen. Das war ja die Frage, ob man hier quasi neue solche Spalten aufmachen kann. Wenn der sind die Posts. Wenn der Horst die Spalte zugefügt hat, liegt es vielleicht auch daran, dass er einen Account hat und angemeldet war. Weil, also ich bin ja hier nicht angemeldet, ohne Account, und ich kann hier nichts hinzufügen, also an Spalten, sondern die Inhalte. Sondern nur als Post sein. Aber okay. Ich kann jetzt auch keine Spalte mehr hinzufügen. Okay. Obwohl angemeldet. Aha, komisch. Also erstmalig ging es vorhin, als ich reingegangen bin, jetzt nicht mehr. Okay. Das ist eine gute Frage, ob das jetzt irgendwie daran liegt, dass er quasi, dass wir vielleicht auch zu schnell waren und er das dann nicht so richtig verarbeiten kann von der Softwarestruktur her oder wo das dran liegt, keine Ahnung. Lösch doch bitte mal die Spalte, die jetzt noch da ist, die Moin heißt. Ja, gerne. Das war meine, ja. So, dann gucken wir mal. Nein, Stoff immer noch nicht. Okay. Hätte ja ein Limit sein können. Okay. Gut. Gut. Ja, das ist aber etwas, was man nochmal, ich sag mal, ausprobieren kann, woran das alles liegt. Also ich glaube, das ist ja so umfangreich an Funktionen. Du hast ja auch schon recht, jetzt hier in der Dreiviertelstunde kann man auch nicht alles zeigen. Und da muss man, glaube ich, auch selber ein bisschen ausprobieren, experimentieren, auch mal mit anderen Leuten zusammen. Einfach mal testen. Aber ich glaube, das Grundprinzip ist soweit auch erstmal frei geworden oder klar geworden.
Zu der Frage der Preise, ich habe mittlerweile gerade kurz mal quer geguckt und zwar gibt es bei Padlet die Seite Support Best Plan und hier sind auch nochmal die einzelnen Accounts beschrieben und hier ist es in der Tat so, beim kostenlosen Account gibt es 3 anpassbare Padlets und eben die in der kostenpflichtigen entsprechend mehr nachzulesen auf der Homepage. Genau. Super, danke. Gut, okay, prima. Ja, das war eine klasse Idee, Heiko, nochmal so ein praktisches Beispiel, also auch mal zu sehen, wie einfach das jetzt einfach auch ist, mitzumachen und andere Leute doch mit ins Boot zu holen. Ja, gibt es denn von den Anwesenden noch Fragen zum Thema, Anregungen, Ergänzungen? Nein, scheint nicht zu sein. Heiko? Ja, ich habe noch eine Anregung. Also es ist so, dass die OKF gerade, also die Open Knowledge Foundation in Deutschland, die entwickelt gerade auch an einem freien Tool, Open Source Tool, das heißt Squarelet. Da muss man aber auch dazu sagen, dass das noch nicht ganz ausgereift ist. Aber das könnte dann auf Dauer vielleicht auch interessant werden. Ne? Gerade wenn wir jetzt halt mit Padlets uns arbeiten und dann da beschränkt sind in der Eigenproduktion und wir vielleicht sagen, okay, jetzt ist es noch ein Tool, wo ich vielleicht nochmal im Jahr $100 oder eben dann 80 Euro, je nachdem, bezahlen muss und habe dann noch irgendwie eine Dropbox oder was auch immer, dann sammelt sich das ja auch. Und da kann das einem vielleicht eventuell auf Dauer entgegenkommen. So. Okay. Gut. Ansonsten ist, glaube ich, nochmal einfach klar, auch nochmal so der Hinweis in Bezug auf Datenschutz, was ja auch immer, ich sag mal, zu einem sehr beliebten Thema geworden ist, dass man hier auch achten muss. Die Server werden wahrscheinlich in Amerika stehen, dass man eben, wenn man personenbezogene Daten hochlädt, dort genauso die Rechte haben oder die Erlaubnis haben muss, wie die Rechte, wenn man urheberrechtlich geschützte Inhalte nicht nur hochlädt, sondern diese dann auch veröffentlicht und öffentlich stellt. Ja gut, in diesem Sinne bedanke ich mich da mal für die ganzen Rückmeldungen, für das Gespräch und auch für das gemeinsame Ausprobieren. Also das zeigt mir auch immer wieder, das ist ja auch so das Ziel von diesen EEB-Talks, nicht so einen starren Vortrag zu haben, sondern gemeinsam einfach auch mal Sachen auszuprobieren, wo man eben sonst nicht mit oder nicht dazukommen würde. Finde ich, hat jetzt hier gut funktioniert, hat ein paar Fragen aufgeworfen, denen werden wir jetzt einfach nochmal nachgehen. Ja, ich bedanke mich vor allen Dingen bei dir, Heiko, dass du dich bereit erklärt hast, uns ein bisschen durch die Welt der Padlet durchzuführen und auch einen Einblick in deine Arbeit zu geben, genauso wie auch dir, David. Ich wünsche euch noch einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende und der nächste EEB-Talk ist am 15., glaube ich, mit dem Philipp Köhler zum Thema 360-Grad-Rundgänge, auch nochmal ein ganz spannendes Thema und würde mich freuen, euch dort wieder zu sehen. Ansonsten, schönes Wochenende. Und macht's gut.